all of these meetings, dass alle diese Versammlungen, it will be all about the everlasting supernatural peace. Das wird alles über den übernatürlichen ewigen Frieden gehen, which we can transfer to ourselves, welchen wir auf und also in uns selber, in unser Leben selber bringen können. But every meeting is going to be completely different. Aber jede Versammlung wird anders sein. As you are completely different from the next to you, genauso wie jeder von euch unterschiedlich ist zu seinem Nachbarn, then the same thing is for every meeting, different scriptures. So ist es auch für jede Versammlung, immer verschiedene Schriftstellen. I only draw your attention, ich möchte einfach nur eure Aufmerksamkeit auf das ziehen, to something that you always heard about, über etwas, was ihr schon immer gehört habt, in the church, in the world, in der Kirche, in der Welt, but we have not paid attention to the quality of the peace. Aber wir haben dann noch keine Aufmerksamkeit zu der Qualität des Friedens gegeben. Yeah, I have to stop it. And that's what I just gave you a little rundown of things. Ich habe euch einfach mal so einen kurzen Abriss gegeben. Yeah. And there are some things in your Bibles, in German Bibles. Also da gibt es etwas in diesen deutschen Bibeln. Perhaps you have noticed that they, again, it goes around. Yeah. This is because it's like that. Set vielleicht up. Habt ihr das mal erkannt. Ja. Dankopfer. You see, there's a lot of Dankopfer. Yeah. All right. Halleluja. Dankopfer in German is actually wrongly translated. Also ja, das Wort Dankopfer, das ist eigentlich verkehrt übersetzt ins Deutsche. It should be peace offerings. Es sollte eigentlich ein Friedensopfer sein. If we have not been warlike, there would be no need for peace offerings. Weil wenn wir nicht so kriegsähnlich oder so kriegerisch wären, dann gäbe es gar keine Notwendigkeit für ein Friedensopfer. Now, I know that you are not warriors. I've never been a warrior. Also ich weiß, dass ihr keine Kämpfer oder Krieger seid, und ich war ja auch nie ein Krieger. But aber every one of you has genes of warriors in you. Aber jeder einzelne hat so die Gene von einem Krieger in sich. Every one of us. Jeder einzelne. There were always soldiers. Look, the First World War started over stupidity. Yeah. Es gab immer Soldaten. Der Erste Weltkrieg, der fing schon an, und das war einfach Dummheit. Look at the terrorism today, suicide bombers. Und schaut euch den Terrorismus heutzutage an, die Selbstmord, suicide bombers. Ja, also die Selbstmordbomber sozusagen. Yeah. It's happening almost every day somewhere. Und das geschieht fast jeden Tag irgendwo. But that's what happened in Sarajevo when this emperor was assassinated. Ja. Und genau das ist auch in Sarajevo passiert, wenn der König umgebracht worden ist oder Kaiser. And they went into war over this. Und dann gingen sie in den Krieg. Darum. And they used for the first time gas, deadly gases. Und dann haben sie auch noch zum ersten Mal dieses tödliche Gas gebraucht. Now tell me, is that wise? Is that normal? Dann erzählt mir mal, ist das weise? Ist das normal? We learn in school about the history. Wir lernen doch in der Schule über die Geschichte, which is bloody, welche sehr blutig ist. And we must memorize it, we must remember, and nobody pays attention that it is all stupid. Und wir müssen das erinnern und wir müssen das wissen, aber keiner denkt da mal drüber nach, dass es alles Dummheit ist. Hitler, who was fighting in the First World War, und Hitler, der im Ersten Weltkrieg so gekämpft hat, he said, this is not the way to win wars. Und dann sagt er, das ist nicht der Weg, wie man Kriege gewinnt. So he says, I'm gonna show you. Und er sagt dann, ich werde euch zeigen, wie man das macht. Millions upon millions had to die because of foolishness of individuals.
Also Millionen und Abermillionen mussten sterben durch die Dummheit von einzelnen Personen. Either way, we've been influenced and touched by war. Also entweder sind wir durch Kriege und sowas berührt oder geht das beeinflusst. Beeinflusst, ja. And it's in us. Und das ist in uns. As I told you last night. Genauso wie ich es euch gestern Abend auch erzählt habe. It is documented scientifically that genes change every single day. Und es ist dokumentiert, dass die Gene jeden einzelnen Tag sich verändern. You look for that about the University of London 2006 and write genes remember and you will find plenty of things, perhaps in German as well. Und ihr könnt da in der Universität London nachschauen und dann findet ihr das, also findet ihr viel Informationen über dieses Thema. Whether you were running away from bombs or you were dropping the bombs, you were still doing something with war. Also ob du jetzt die Bomben selber geschmissen hast oder du bist davor weggelaufen, also trotz allem hast du etwas mit Krieg zu tun gehabt. Although Switzerland stayed neutral in both wars, aber die Schweiz, die war neutral in beiden Kriegen. And you are peaceful people. Und ihr seid sehr friedfertige Menschen. Those neighbors at the north are not so peaceful. Aber eure Nachbarn im Norden, die sind nicht so friedfertig. But 700 years ago you had wars in this country. Aber vor Jahren, da hattet ihr auch Kriege in diesem Land. Look, God says that every seventh generation he makes every guilty person go free. Und schaut mal, Gott macht es so, dass in jeder siebten Generation. Look at the people. Don't be zurückhaltend. Dann, ja, speak directly. Dann setzt er einige Leute frei. Every 50th year. Und jedes 50. Jahr. He completely absolves us from all guilt. Dann nimmt er alle Sünde von uns weg. Otherwise, this earth could not withstand it. Weil ansonsten diese Erde es nicht ertragen könnte. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? The blood of Abel was crying out to God from the earth. Und das Blut Abels, das schrie herauf zu Gott von der Erde unten. And the soul of a person is in the blood. Und die Seele einer Person ist in dem Blut. That's what the Bible says. Das sagt uns die Bibel. How it is in the blood, we don't know, but the Bible says it so. Aber wie es in dem Blut ist, wissen wir nicht, aber die Bibel, die sagt es uns. And because the soul is in the blood, every shed blood upon the face of the earth cries out to God. Und weil die Seele in dem Blut ist, wird jedes Blutvergießen nach Gott, die Seele wird nach Gott schreien. Now we walk on two feet. So, wir wandeln auf zwei Füßen. You don't know what you're walking on. Aber du weißt eigentlich gar nicht, wo du drauf wandelst. But it depends whether you are a war maker or a peacemaker. Und es ist davon abhängig, ob du ein Kriegmacher bist oder ein Friedenstifter. You can redeem the earth. Du kannst diese Erde erlösen. And that puts you in the category of a son and daughter of God. Und das wird dich in eine Kategorie setzen, eines Sohnes oder Tochter Gottes. Or Jesus will say to you, depart from me, I never knew you. Oder er wird zu dich sagen, geh von mir, ich habe dich nie erkannt. I cannot tell you enough what this is all about. Ich kann dir nicht genug darüber erzählen, wo es also wie das da alles so ist. What is in me right now? Was I can only tell you, I'm trembling, I have goosebumps and my hair is standing up. Also, was in mir jetzt gerade ist, da habe ich Gänsehaut und mein Haar, das steht senkrecht hoch. I'm trembling on the inside. Ich zittere von innen. You have no idea what you're going to hear, not only today or tomorrow. Ihr habt keine Idee, was ihr hört jetzt in den nächsten Tagen. It is the message directly from God's heart, and I will begin to cry if I don't stop now. Und es ist die Botschaft direkt von Gottes Herz, und wenn ich da jetzt nicht gleich ein bisschen Pause mache, werde ich weinen. I just have to control myself. Ich muss mich kontrollieren. But if we come to the point that we have to weep, let's have a good weeping time. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir weinen müssen, dann lass uns einfach eine
eine gute Weinzeit haben. Because these tears gonna wash your war genes, so to speak. Weil diese Tränen, die waschen eure Kriegsgene weg. God is changing you while we speak right now. Und Gott verändert euch jetzt im Moment, indem ich zu euch so rede. There are people who resist anything new. Und es gibt Menschen, die alles Neue widerstehen. That's why my ministry remains pretty small, because not many people come. Und deswegen bleibt mein Dienst immer so klein, denn viele Menschen kommen einfach nicht. Because flesh rules in their life. Weil das Fleisch in ihre Leben regiert. Only sons of God respond to this message. I have to be so bold to tell you, this is the truth. Nur Söhne Gottes, die antworten dieser Botschaft. I have to be so bold. Und ich muss so kühn sein. If I cannot say that this is the truth, then I have no business of teaching the Bible. Also wenn ich nicht sage, dass das die Wahrheit ist, dann bin ich kein Bibellehrer. If I would be speculating, then I would say to you, I'm speculating right now. Und wenn ich spekuliere, dann werde ich euch sagen, ich bin jetzt am Spekulieren. But when I tell you this is the truth, then I'm not lying. Aber wenn ich euch sage, dass das die Wahrheit ist, dann bin ich nicht am Lügen. What have you done? God spoke to Cain. Und Gott sprach zu Kain: Was hast du getan? The blood of your brother Abel is crying out of the earth. Das Blut deines Bruders Abel, das schreit heraus aus der Erde. For some strange reason, für einige fremde Gründe, yeah, we imagined that immortality begins after we die. Dann stellen wir uns vor, dass Unsterblichkeit anfängt, nachdem wir schon gestorben sind. Jesus said, aber Jesus sagt in John 8:51, in Johannes 8 Vers 51, He who believes me and keeps my word shall never see death, any kind of death. Diejenigen, die an mich glauben und mein Wort festhalten, die sollen niemals irgendeine Art von Tod never sehen. See. Die werden never es nie see. Sehen. To Martha and Mary, zu Martha und Maria sagt er, he said, and everyone who lives and believes in me shall never die. Dass jeder, der mich sieht und an mich glaubt, der soll niemals sterben. That was the second sentence. Das war der zweite Satz. The first sentence was, those who were dead or are dead already. Aber der erste Satz war, diejenigen, die tot sind oder schon gestorben sind, and have believed in me, und die in mich geglaubt haben, shall live forever. Sie sollen für ewig leben. Right? Richtig. But we only took that part. Aber wir haben nur diesen Teil genommen. Second part was, and you who live right now. Aber der zweite Teil war, ihr, die ihr jetzt lebt. And believe in me. Und in mich glaubt. Shall never die. Ihr sollt niemals sterben. You'll never see any death. Und ihr sollt niemals irgendeine Art Tod sehen. Now you would say, oh, but what about if I die? I'll be very hurt. I'll be very disappointed. Ja, und werdet ihr vielleicht denken, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich sterbe? Dann werde ich ja sehr enttäuscht sein. I'll be hurt. Dann werde ich verletzt sein. Ja. No, you won't have any time to get hurt. Du wirst gar keine Zeit haben, um verletzt zu sein. You won't have any time to be disappointed. Du wirst gar keine Zeit haben, um dich schlecht zu disappointed ist. Enttäuscht zu sein. Please richtig. Help when this missing ja, word. Nee, it's okay. All right? Yeah. He's a little bit different than Gerd. Yeah. So that means when the first sentence is absolute, there is no need to give a second sentence. So, das heißt, wenn der zweite Satz gesprochen ist. Na, when the first. Ja, der erste Satz. Ja. Those who have believed in me and died, ja, diejenigen, die in mich glauben und sterben, shall live forever, sollen für ewig leben. Then there's no need to say the second. Dann gibt es keine Notwendigkeit für den zweiten Satz. Right? Richtig? Now Jesus was logical. He was smart. He was wise, wasn't Aber he? Er war sehr logisch und er war ganz weise. He was addressing it to intelligent people. Und er hat es also mit intelligenten Menschen da zu tun gehabt. But just as I said to you that wars are unintelligent and they are started by stupid people. Und genauso wie ich euch gesagt habe, dass Kriege unintelligent sind und durch dumme Menschen
angefacht wurden, then I want to tell you that it is in their business to keep religion alive, but not spiritual relationship with God the Spirit. Und dann ist es auch ihr Geschäft, Religion am Leben zu halten, aber nicht die echte Beziehung mit unserem himmlischen Vater. That's their business. They want to keep you in bondage and keep you stupid because they say sheep are always stupid. Die möchten dich in Gebundenheit halten und in Dummheit halten. It is not God's business to keep you stupid and have blind faith. Es ist nicht Gottes Geschäft, euch in Dummheit zu halten und euch blinden Glauben aufzuerlegen. No. Nein. He wants to open your eyes. Er möchte eure Augen öffnen. He wants to be real in your life. Er möchte wirklich werden in eurem Leben. He wants you to be wise. Er möchte, dass ihr weise werdet. That's why he says, I want you to be wise. Und darum sagt er, ich möchte, dass ihr weise seid. The soul is in the blood. Die Seele ist im Blut. I'm just sowing few seeds in the beginning. Also ich sehe da einfach ein paar Samen in the Holy Spirit has to speak to your heart, not men. Aber der Heilige Geist muss zu euren Herzen reden. Yeah. The words only help. Die Worte, die helfen nur. God wants you to be intelligent. Aber Gott möchte, dass ihr intelligent which seid. Comes from the Holy Spirit. Welches vom Heiligen Geist kommt. What have you done, he says. Und er sagt, was habt ihr getan? The blood is crying. Das Blut, das schreit. Cain chose war making ways. Also Cain, der zeigt also den Weg des Kriegmachens. When they came to offer sacrifices, und wenn die kamen und ihre Opfer dargebracht haben, Abel was a peacemaker. Dann war der Abel ein Friedensstifter. Peacemakers don't work hard. Also Friedensstifter, die arbeiten nicht schwer. When somebody puts you under these heavy things, you must. Also wenn dich jemand unter dieser schweren Druck auferlegt, du musst. They do that out of lack of faith. Dann tun sie das aus einem Mangel an Glauben. And faith is a gift of God given to the peacemakers. Aber Glaube ist eine Gabe Gottes und die ist an den Friedensstiftern gegeben worden. Because peacemakers make room for it. Weil die Friedensstifter, die machen dafür Raum, Platz. Peacemaker. Friedensstifter. Relaxed. Entspannt. Everything will be well. Alles wird gut sein. I trust the Lord. Ich vertraue den Herrn. I walk with him. Ich wandle mit ihm. I don't walk with the world. Ich wandle nicht mit der Welt. I walk with the Lord. Ich wandle mit dem Herrn. Everything is fine. Alles ist gut. I have a pain in my body sometimes. Ich habe manchmal Schmerz im Körper. I said peace to you. Und dann sage ich, Friede sei dir. Peace. Friede. Pain goes away. Und der Schmerz geht weg. My muscles get stiff because I concentrate a lot. Meine Muskeln, die versteifen sich, weil ich mich sehr anstrenge und konzentriere. I lie down, I said, peace to you. Und dann lege ich mich hin und dann sage ich, Friede sei dir. I taught Baruch when we were here yeah. many years ago. What was the words in Hebrew? Shalom bifnim. That's right. Yeah. Shalom bifnim. Ich habe Baruch vor langen Jahren habe ich ihm gelehrt, wann wir hier kamen, das erste Mal. Shalom bifnim, das heißt Friede sei in dir, weil ich auch ein bisschen so. I mean, his father was a hard worker. Ja, mein Vater war ein sehr hart arbeitender Mensch. And he was pressing him every day. Ja, manchmal, ja. And so he went the opposite direction. Ja, aber ich bin genau anders geworden dann. There's a balance, though. Ja, so kommt es dann wieder zum Ausgleich, ne? Ja. So, Shalom bifnim, peace inside. Also, you Shalom, have it already. Shalom bifnim, Friede innen, und den habt ihr jetzt schon. You have it. You have to open it daily. Ihr habt es. Ihr müsst es nur weiter öffnen und öffnen. Ja. Yeah. Yeah. Let's go further. Lass uns weitergehen. Here is the Dankopfer. Hier, ja, Dankopfer. Sacrifices of peace offerings, Hebrew, shlomim. Also Dankopfer in Hebräischen heißen shlomim. That's what it is. This is not a Dankopfer, it's shlomim. Es ist kein Dankopfer eigentlich, es sind shlomim. That means making peace with God. Das heißt Frieden mit Gott machen. The five books of Moses are loaded with shlomim.
Die fünf Bücher Mose, die sind voll gefüllt mit Schlumim. There is no need to offer Schlumim to God if we are not warlike. Da gibt es keine Notwendigkeit, Schlumim an Gott zu opfern, wenn wir nicht kriegsähnlich sind. God gave us the Sabbath because we are warlike. He says, please do it for me. Keep the Sabbath holy. Und er gab uns den Schabbat, den siebten Tag. Und er sagt, bitte haltet diesen Tag heilig für mich. Keep it holy. Haltet ihn heilig. Separate from every other day. Und haltet ihn separat von Please anderen Tagen. Please rest on this day. Und ruht euch aus an diesem Tag. You know what religion has done with it? Und wisst ihr, was Religion damit getan hat? They have their services. Die haben da ihre Dienste. The Jews go to the synagogue. Die Juden gehen an diesem Tag sogar in die Synagoge. God did not say to us to go to synagogue on Sabbath. Aber Gott hat uns nicht gesagt, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. The Seventh-day Adventists, they are going to church on Sabbath on the seventh day. Und die Adventisten, die gehen auch am siebten Tag in die in die Gemeinde. And they feel so righteous. Und sie fühlen sich so gerecht. No. Nein. Sunday is the day to worship God because it is the Lord's day. Also Sonntag ist der echte Tag des Herrn, wo wir den Herrn anbeten sollen. We go to church and we worship him together because he rose from the dead on Sunday. Wir gehen zur Kirche und wir beten ihn an, weil er am siebten Tage auferstanden ist. No, on eight, on the first. Am ersten Tag, am achten, Entschuldigung. And eight is the new beginning. Sonntag ist der achte, der neue Anfang. Entschuldigung. On the seventh day, on the Sabbath, you are foul. Also lazy. Am siebten Tag, da ruht ihr euch aus. You rest, you talk with the Lord, you enjoy the Lord. Ja. You pack yourself with peace. Dann ruhst du, du redest zum Herrn, du genießt das Leben. You go on a bicycle ride, go for a picnic, go to the mountains, go look at your wife, say you are beautiful, look at your husband, say you're handsome. Ja. Make da, love. Da gehst du in die Berge, du fährst Fahrrad, du machst also viele Unternehmungen, du schaust deinen Mann oder deine Frau an und erkennst die Schönheit, du liebst sie und viele andere schöne Sachen. That's the time to have fun. Das ist die Zeit, wo man wirklich Spaß That's what's miteinander written. Hat. It's not written to go and assemble itself and have a big service on Saturday. Also es ist nicht geschrieben, dass man am Saturday, also am Shabbat, so eine große Veranstaltung haben muss. It is also simple. Es ist ganz einfach. But yet we complicate things. Aber trotzdem komplizieren wir Dinge. And the complications come from a warlike mentality. Und dieses Kompliziertsein, das kommt von dieser kriegsähnlichen Mentalität. It is strife between people. Es ist eine Art Streit zwischen Menschen. Disagreeing. Also nicht übereinstimmen. Fighting. Kämpfen. Self-importance. Selbstwichtigkeit. Putting people down. Menschen runterdrücken. Being jealous. Also eifersüchtig sein. Being bitter. Und bitter zu sein. Unforgiving. Und nicht zu vergeben. Condemning. Verdammen. Judging. Richten. War. Kriege. It's in us. Das ist in uns. When you are sick. Wenn du krank bist. You have war inside. Dann hast du Krieg in dir. When you are healed, that means peace took over. Also, und wenn du geheilt bist, dann heißt es, dass Frieden es übernommen hat. If you fight against your sickness, like against some kind of a demon. Wenn du gegen deine Krankheit kämpfst, so wie eine Art Dämon, you're gonna get even worse. Dann wird es viel schlimmer werden. Peace of God must overtake war. Also der Friede Gottes muss den Krieg übernehmen. It is not natural peace, my friends. Es ist kein natürlicher Friede, meine Freunde. It is supernatural. Also es ist übernatürlicher Friede. It's a realm. Das ist ein Raum, ein Bereich. Immortality is a realm, just like peace is a realm. Also Unsterblichkeit ist ein Bereich und genauso wie Frieden ein Bereich ist. Ja. I don't fight in order to get peace because that's the wrong door I go through. Also ich kämpfe nicht, um Frieden zu haben, weil das wäre ein verkehrtes Tür, wo ich durchgehe. Let's say it again. Lass es uns noch War mal sagen. Is the wrong door to peace. Krieg ist das die verkehrte Tür oder Tor zum Frieden. Peace
replaces war. Der Frieden, der deplatziert Krieg. Now you say, how do you deal with temptation? Und dann wirst du vielleicht fragen, wie gehst du um mit Versuchung? I do. Ich gehe. I don't think about it. Weil ich da nicht über nachdenke. Turn on, turn off. Ich schalte an, ich schalte aus. I have enough peace in me. Ich habe genug Frieden in mir, to enter that realm, diesen Raum einzutreten. Am I tempted? Like everybody else. Bin ich versucht? Ja, genauso wie jeder andere auch. We all auch. Go through tests and temptations. Wir gehen alle durch Tests und Versuchungen. But the peace inside of me overpowers it all if I let it. Aber der Friede in mir, der übermächtigt das alles, wenn ich es zulasse. And that is the fruit of the Holy Spirit, the und third one. Das ist die dritte, die Frucht des Heiligen Geistes. Wonderful. Wunderbar. Do I sin? Sündige ich? No. Nein. Because sin is hurt. Weil Sünde Verletzung ist. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. Do not steal. Stehle nicht. It's a sin. Das ist eine Sünde. Because it hurts. Weil es weh tut. Do not commit adultery. Und mach keinen Ehebruch. Why? Warum? Because it hurts. Weil es weh tut. Jesus says, if you look upon a woman lusting after her. Und Jesus sagt, wenn du nach einer Frau schaust und Lust nach ihr hast. Then you have committed adultery. Dann hast du schon Ehebruch begangen. But it's Ehebruch. Ja, es ist Ehebruch. She must be married or you are married. Sie musste geheiratet sein oder du hast musst sie heiraten. In order to have adultery. Ja, um Ehebruch zu haben. So she belongs to someone and he belongs to someone. Weil sie zu jemandem gehört und er gehört zu jemandem. And if you lust after that person that belongs to someone else. Aber wenn du Lust hast auf eine Person, die zu jemand anderem gehört, and you don't care about it, und wenn du dich da nicht drum kümmerst, you're not in peace, dann bist du nicht im Frieden. You are sinning. Dann sündigst du. You're not in the peaceful way. Du bist da nicht in den friedfertigen Weg. I'm happy with my wife. Ich bin glücklich mit meiner Frau. I'm unhappy. We have an exchange. Ich bin manchmal auch unglücklich, aber dann haben wir einen Austausch. Because we live in a physical world. Weil du in einer physischen Welt lebst. And we have a solution. Paul said, und dann haben wir auch eine Lösung. Paul sagt, be angry, you're allowed to be angry. Sei ärgerlich, sei wütend. It's no problem. Das macht nichts aus. But don't go to sleep with that anger. Aber geh nicht schlafen mit diesem Ärger. It's like, take the sword, fight a little bit. Das ist so, als wenn du das Schwert nimmst und so ein bisschen kämpfst. But put it in the sheath. Aber steck es wieder in die Scheide zurück. Before you go to sleep. Bevor du schlafen gehst. Let not the sun go down on your anger. Lass die Sonne nicht auf deinen Ärger niedergehen. You do it in the name of what? Und in welchem Namen tust du das? You are a peacemaker. Du bist ein Friedensstifter. You must stick to it like glue. Du musst da wie ein Kleber zu dranbleiben. There is no need for peace offerings. Es gibt keine Not für Friedensopfer, Notwendigkeit. Für if we are not bad or transgressors or also, sinners or warlike people. Wenn wir keine Übertreter oder kriegsähnliche Menschen sind oder Sünder sind, ja. But then comes a point. Aber dann kommt ein Punkt. First letter of John. Der erste Johannesbrief, Chapter 1 begins, we must confess sin. Kommt, dass wir es sagen müssen. Confess sin. Also bekennen. Sünde bekennen. Sünde bekennen. Chapter 5 of the same letter. Und Kapitel 5 desselben Briefes sagt, he says, those who are born of God sin no more. Dass diejenigen, die von Gott geboren sind, nicht mehr sündigen. Try to make theology out of this. Versuch da mal eine Theologie rauszumachen. He even makes it stronger. Er macht es aber noch viel stärker. He cannot even sin. He's not able to sin. Weil er sagt, er kann nicht sündigen, er ist nicht in der Lage zu sündigen. Chapter 1 says, if we say we have no sin, we are liars. Und Kapitel 1 sagt, und wir sagen, wir haben keine Sünde, dann sind wir Lügner. Chapter 5 says, und Kapitel 5 sagt, we cannot sin anymore. Dass wir es nicht mehr können, wir können nicht mehr sündigen. You're born of the Spirit. Wenn du vom Geist geboren bist. What happens there? You are on a journey. Und was geschieht ist, dass wir da auf einer Reise sind. Right now we're in Langnau. Und jetzt sind wir gerade in Langnau.
And we are not in Berlin. Aber wir sind jetzt nicht in Berlin. But if we are going to Berlin, eventually we're going to make it to Berlin. Aber wenn wir mal nach Berlin gehen, und sehr wahrscheinlich gehen wir mal nach Berlin. Have you taken the journey yet? Habt ihr jetzt diese Reise schon genommen? As we speak, the Spirit of God is washing you, cleansing you and changes your genes. So wie wir jetzt sprechen, wie ich jetzt spreche, verändert der Herr und reinigt eure Genes und verändert eure Gene. Ja? More about the peace offerings we find in Isaiah 1:11. Und noch mehr über die Friedensopfer finden wir in Jesaja 1, Vers 11. What are your multiplied sacrifices to me, the Lord says. Was sind deine vielen Brandopfer, die du mir gibst, sagt der Herr. I have enough of your burnt offerings. Und er sagt, ich habe genug von euren Brandopfern. I'm sick up to my nostrils. Und ich bin krank bis meine Nase. I don't take pleasure in your sacrifices. Denn ich habe keinen Spaß mehr an euren Opfern. That means your religiousness, you can stuff it somewhere. Das heißt, dass eure Religiosität, die könnt ihr wegtun. Oh, I'm going to church. Aber ich gehe jetzt in die Kirche. Oh, I have given collected today. Und ich habe eine Kollekte heute gegeben. Ha 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 ha. Yeah. You can convert it into anything. Get the Spirit of God. The Spirit is heart. Du kannst es übertragen in alles, aber bitte nehmt den Geist Gottes auf. We are not good because we are doing something. Wir sind nicht gut, weil wir etwas tun. We are good because we chose to be peacemakers. Aber wir sind gut, wenn wir es uns erwählen, Friedensstifter zu sein. And go through life as peacemakers, no matter what. Und durchs Leben zu gehen als Friedensstifter. Und es macht nicht aus, was uns da entgegenkommt. I am the light of God. Und ich bin das Licht Gottes. The light of this world. Und das Licht dieser Welt, which is put on the candlestick, was auf einen Kerzenständer, which is on the hill, welcher auf dem Berg steht. Oh, Joseph, you have a superiority complex. Oh, Joseph, du hast diesen Großsein-Komplex. What is superiority? Größe, also Behäblichkeit. Yeah. Yes. Yeah. Peacemaking makes you someone very high. Everybody down. Is mediocre. Also Friedensstifter, das macht dich, erhebt dich, das macht dich groß. Und alles andere, das ist ziemlich niedrig. If you exalt yourself, the Lord will have to bring you down because it's your self-exaltation. Weil wenn du dich selber erhebst, dann muss der Herr dich herunterbringen, weil es dann selbst erheben ist. God opposes the proud, the Bible weil says Gott in James 5. Den Stolzen widersteht, das sagt im Jakobus 5. Ja. Yeah. But he gives greater grace to the humble. Why? Aber er gibt größere Gnade zu den Demütigen. Warum? What's that grace? Was ist diese Gnade? Let me exemplify this grace. Lass es mir einfach mal so darstellen. Grace is space. Gnade ist Raum. If you have a limited territory, wenn du nur einen kleinen Raum hast, and you say this is too little for me, und du sagst, das ist zu klein für mich, you are willing to fight. Und du dann willig bist zu kämpfen. But when you have unlimited territory, aber wenn du unbegrenzten Raum hast, then you have nothing to fight over. Dann gibt es nichts, wo du überkämpfen musst. Right? Ist das richtig? In heaven there is no territory. It's limitless and timeless. Im Himmel gibt es kein Territorium. Das ist unendlich und zeitlos. When you receive that kind of grace, wenn du diese Art von Gnade empfängst, everything is all right. Dann ist alles in Ordnung. It's okay. Dann ist alles gut. Don't worry, be happy. Mach dir keine Sorgen, sei glücklich. That's how it goes. You live by grace. Und so geht's. Du lebst durch Gnade in Frieden. My friends, liebe Freunde, the Lord taught me, der Herr hat mir gelehrt, that my sheep hear my voice. Dass meine Schafe meine Stimme hören. The word hear my voice in Greek also can be translated as. Und das Wort hören meine Stimme, das kann auch im Griechischen aus dem Griechischen so übersetzt werden. They recognize my voice. Sie erkennen meine Stimme. That means when I call, they respond. Also das heißt, wenn ich rufe, dann antworten sie. It's not necessarily hearing it with your ears. Es heißt, es hat nichts damit zu tun, dass du es mit den Ohren hörst. From time to time, God does speak. Also von Zeit zu Zeit spricht
Gott auch. But most of the time he wants to lead you by his Holy Spirit, aber because those who are led of the Spirit are sons of God, peacemakers. Meiste Zeit ist es so, dass Gott uns leiten will, weil diejenigen, die durch den Geist Gottes geleitet sind, das sind die Friedensstifter. Sons of God. Und die Söhne Gottes. Remember this. Romans 8:14. Erinnert das. Römer 1, Vers 14. How wonderful it is to be led of the Spirit. Wie wunderbar ist es, vom Geist geleitet zu sein. The Holy Spirit led you today to come here. Und der Heilige Geist hat euch geleitet heute, um hier zu sein. Anne-Marie came all the way from Lienz, somewhere in Austria. Und einige, ja, Annegret kam sogar von Lienz, von Österreich soweit. Ja, von der Steiermark. Also further. Ja, auch. Just to be here. And they're going to go all the way to Germany. Und nur um hier zu sein. Und die gehen auch den ganzen Weg mit nach Deutschland. Do you know that you're fulfilling the prophecy of Amos? Ihr wisst doch, dass ihr die Prophezeiung von Propheten Amos erfüllt. In the last days there will be famine and hunger. Und es wird in den letzten Tagen eine Hungersnot geben. Not for water or bread, nicht für Wasser und Brot, but to hear the voice of the Lord, to hear the word of the Lord. Aber das Wort Gottes zu hören. People will be traveling thousands of miles just to hear the truth. Und die Menschen werden Tausende von Kilometern reisen, um nur die Wahrheit zu hören. On this website, Scribd. Auf diese Website, also Website, weiß jeder, ja. Das ist geschrieben. Over 15,000 readers now. Da habe ich schon mittlerweile 15,000 Leser. Many of them come from Australia. Und viele kommen sogar auch aus Australien. And a lady wrote to me, says, I am so liberated, I'm so free. Und eine Dame schrieb mich und sagte, ich bin so frei gesetzt und so frei. Living in Sydney. Und ich lebe in Sydney. They were planning to come here to be with me. Und sie planten sogar hier in der Schweiz zu sein Something. Joseph. Some complications came, they couldn't make it, but they were about to come here and be with us all the way from Sydney, just es to be with us. Es gab natürlich einige Komplikationen und daher haben sie es nicht geschafft, aber sie waren wirklich auf den Fuß, hierher zu kommen. The Lord is planting in you seeds of hunger and desire. Und der Herr, der pflanzt in euch Samen des Hungers und des Verlangens. Not to hear a man, nicht einen Menschen zu hören, but to go deeper, aber tiefer zu gehen. Amen. The peace of God already resides in you. Der Frieden Gottes, den habt ihr schon empfangen. There are preachings and there are teachings. Da gibt es Predigten und da gibt es Lehren. Bla 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 bla, many words. Bla 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 sind Worte. Or you can have quality. Oder du kannst eine Qualität haben. I sincerely hope that what I'm saying you recognize as quality. Und ich möchte ganz sicher, dass ihr erkennt, dass was ich sage Qualität ist. I hope I said that. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Mhm. Another one. Und noch eins. Because of the unrest in many forms in us, because of the unrest in us. Und wegen der Ruhelosigkeit in vieler Weise auch ist. The unrest is a warlike state. Weil Unruhe ist wie ein kriegähnlicher Zustand. When you spread your hands in prayer, I will hide my face. Und wenn du deine Hände im Gebet ausschlägst, dann werde ich mich verbergen. It means God does not answer prayers of war makers. Das heißt, wenn du kriegsähnliche Sachen machst, dann wird Gott keine dich nicht erhören. When you are in unrest, the Lord doesn't speak. Und wenn du in Unruhe bist, da wird der Herr auch nicht zu dir reden. If you want to hear the voice of the Lord prophetically, wenn du prophetisch die Stimme des Herrn hören möchtest, you must enter his realm of peace. It's a big palace with many, many rooms, many chambers. Dann musst du in seinen Raum des Friedens eintreten. Und das ist wie ein großer Palast mit vielen, vielen Räumen. So turn your imagination. Imagine big palace. So bitte nimmt mal eure Vorstellung jetzt. There is the first door, the entry. Einen großen Palast und da ist das erste Tor, der Eingang. The entry is always first. Der Eingang ist das erste. Who knows? Perhaps this meeting is the entry. Wer weiß, vielleicht ist diese Versammlung schon der Eintritt. But then once you're inside, aber wenn du dann drinnen bist, you look around, dann schaust du herum. You say, how beautiful it is. Und dann sagst du, oh, wie wunderbar ist das. I'm so blessed. Ich bin so gesegnet. I feel so good. Und ich fühle mich so gut. It's wonderful.
ist so wunderbar. Oh, thank you. Who showed me the way to this palace? Oh, wunderbar. Wer hat mir denn diesen Weg zu dem Palast geführt? Who is that person? Welche Person? I want to support him. Ich möchte ihn unterstützen. I want to bless him. Ich möchte ihn segnen. You understand it? Versteht ihr das? There's nothing for free. Das gibt nichts für frei. There's some price to be paid for. Da muss immer ein Preis bezahlt werden. Businessmen who invest in stock market, they have to have money to invest it. Also ein Geschäftsmann, der in diesen Aktienmarkt investiert, der muss erstmal das Geld haben, um dort zu investieren. They take big risks. Und die nehmen große Risiken auf sich. Because they're motivated by getting more. Weil sie motiviert sind dadurch, um noch mehr zu bekommen. Sometimes by greed. Und manchmal ist es auch durch Gier. But when you invest in the ministry of God, aber wenn du in den Dienst Gottes investierst, you don't take any risk. Dann nimmst du keine Risiken auf dich. It is for your entire life, not part of your life. Das ist für dein ganzes Leben und nicht für einen Teil deines Lebens. Some Christians got the vision of the Jewish people. Also einige Christen haben diese Vision der jüdischen Menschen. And they keep on quoting about Abraham. God said, "Those who bless you shall be blessed." Und sie quotieren das, was Abraham gesagt hat: Diejenigen, die dich segnen, die sollen gesegnet sein. What God said to Abraham. Was Gott zu Abraham gesagt hat, ja. And then he says, "Well, the Jews are rich." Und dann sagst du: Die Juden sind auch reich. And I want money. Und ich möchte gern Geld. So I'm gonna bless a Jew so in order to get the money. So, ich segne einen Juden, um ein bisschen Geld zu bekommen. And Jesus says, you know, where your heart is, there will your treasure be. Or where your treasure is, there your heart will be too. Und aber Jesus sagt, da wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. Und wo dein Herz ist, da wird dein Reichtum sein. If you're supporting a ministry because you need to get money, weil wenn du einen Dienst unterstützt, nur um Geld zu bekommen, then I'm sorry to say, dann bin ich sehr enttäuscht, um zu sagen, money is your God. Dann ist Geld dein Gott. Because you only limited yourself to what? To this. Dann hast du dich nur zu diesem begrenzt, diesen bisschen da. This is a piece of paper. Das ist ein Stück Papier. It is a promise of the government. Das ist eine Verheißung, ja, der Regierung. Versprechen. If you genau. Exchange it, you're gonna get the goods for it. Wenn du es im Exchange gibst, dann kriegst du auch eine Ware dafür. Yeah. Ja. But what about if it happens like it was before the Second World War? Aber was wäre es, wenn das geschehen würde vor dem Zweiten Weltkrieg? In Germany. In Deutschland zum Beispiel. When the loaf of bread cost as much as a wheelbarrow full of money. Wenn ein Leibbrot so viel wie eine ganze Kiste Geld musste man dafür bezahlen. Oh, I've been in the East. I've seen inflation. Also ich komme aus dem Osten und ich habe Inflation mitgemacht. I lived in Jerusalem. Und ich lebe in Jerusalem. In 1980s there was inflation up through the roof. In den 80er Jahren und da war Inflation, das war unglaublich. You spent thousands and thousands of shekels for a piece of bread. Oh, da hast du tausende von Schekel für ein Stück Brot ausgegeben. Devaluation. Weil das Geld, das war wertlos. It was like a big machine that was just turning the money. Es war wie so eine große Maschine, die noch mehr Geld gedruckt hat. So if you're limited to this, you'll be very disappointed. Also wenn du begrenzt bist dazu, dann bist du sehr enttäuscht. Even if the mighty Swiss franc is stable. Selbst dann, wenn der mächtige Schweizer Franken stabil bleibt. And you are lucky that you did not join the EU. Und ihr könnt glücklich sein, dass ihr nicht den Euro euch angeschlossen habt. No, never join. Also niemals anschließen. Stay unique, stay special. God looks for such people. Bleibt allein und bleibt speziell. Don't mix with other people. No, stay. Nein, vermischt euch nicht mit you anderen Menschen. You have a special mission as Swiss people. Ihr habt eine spezielle Mission als die schweizerischen Menschen. Remember this. So you stay neutral, remain neutral. Ihr bleibt neutral und sollt auch neutral bleiben. But the point is that God wants the total of you and not just part of you. Aber eigentlich möchte Gott alle eure Schweizer möchte euch alle haben und nicht nur ein Teil.
He doesn't want only heal your finances, he wants to heal your body, your mind, your soul. Er möchte eigentlich nicht nur eure finanziellen Nöte heilen. Er möchte euren Körper, eure Seele, alles zusammen heilen. He doesn't want to multiply only your money, he wants to multiply peace to you, which you do not have yet. Er möchte eigentlich nicht euer Geld vermehren, er möchte euch in erster Linie euren Frieden vermehren. Think about that. Denkt da mal drüber nach. You look for money because you look for peace. Ihr schaut nach Geld, weil ihr eigentlich doch nach Frieden sucht. You look for more of it. Und ihr sucht noch nach mehr davon. And you're willing to work hard for it. Und ihr seid auch willig, noch härter dafür zu arbeiten. Because you want security. Weil ihr gerne Sicherheit möchtet. And security is peace. Denn Sicherheit ist Frieden. Isn't that right? Ist das nicht so? Am I opening your eyes today or not? Öffne ich euch die Augen heute oder nicht? Take it into your heart. Nehmt es auf in euren Seek Herzen. The kingdom of God. All the other things shall be added to you. Und suche das Königreich Gottes, denn alles andere soll euch mitgegeben werden. When I came here a few years ago, returned practically to Switzerland. Wenn ich ja vor einigen Jahren hier nach die Schweiz gekommen bin, in one family. In einer Familie, there were lacks, there were problems, da waren viele Probleme und Nöte with money, with business, mit Geld und Geschäft. Esther lost her job as well, when she picked me up in Zurich and we were driving in your clunker. Und Esther hat ihren Job verloren und wir sind in ihrem Auto damals gefahren. And she was crying. Und sie weinte so sehr. I lost my job. Ich habe meine Arbeit verloren. What kind of job? Was für eine Art a Arbeit? Little bitsy job. Eine sehr kleine Arbeit. I said, you're a businesswoman, not a job holder. Ich sagte, du bist eine Geschäftsfrau, nicht einen Jobhalter. So, we had meetings after meetings, so hat, Wieningen also meetings. So hatten wir sehr viele Veranstaltungen immer wieder. And after one service, she comes to me and said, will the Lord bless the work of my hands like he blessed Job's hands? Und dann kam sie einmal zu mir, wird der Herr meine Hände segnen, so wie der Herr Hiobs Hände gesegnet hat. Is that all right to say? Ist das in Ordnung, so zu sagen? I said, stretch your hands. Und ich sag, strecke remember? Deine Hände aus. And I slapped your hands. Und remember? Ich habe deine Hände so geschlagen. I gave you two fives, double grace. Und ich gebe dich, ich habe dir zweimal das gemacht. Doppelte two Gnade. Fives, two fives. Also, five. Achso, five, ja. Yeah. Zweimal fünf. Like this. So. And this one. Ja. Und so, also five. Double grace. Zweimal fünf. Das ist doppelte Gnade. Your ja. brother came out of the woods. Und dein Bruder kam aus dem Wald. Yeah, so to speak. Yeah. And he said, would you like to be a Geschäftsfrau? Und fragte dich dann, möchtest du gerne eine Geschäftsfrau sein? And the Lord adds and adds and blesses you and blesses you. Und der Herr, der gibt dir und segnet und segnet. And I tell you something, there's no end to the prosperity. Und ich sage dir, es gibt da kein Ende zu diesem Wohlergehen. But remember, aber bitte erinnere dich, how it started, wie es angefangen hat. Remember that it is the blessing of God. Bitte erinnere dich an die Segnung Gottes. You have not blessed flesh and blood. You have blessed God himself. Du hast nicht Fleisch und Blut gesegnet. Du hast Gott selbst gesegnet. This kind of peace, diese Art von Frieden, we need money, da brauchen wir Geld. It brings natural security. Das bringt ganz natürlich Sicherheit. That's the outside layer. Das ist einfach nur die äußere Lage. But the inside, deep inside, aber das tief innen, is the deep peace of God. Das ist der tiefe Frieden Gottes. That transcends, goes above our imagination, our thoughts. Das über unsere Vorstellung und Gedanken hinweggeht. It is supernatural. Das ist übernatürlich. That's what we last night said. His peace that goes over our imagination. Das haben wir gestern Abend gesagt, dass dieser Friede, der über unseren Vorstellungen hinausgeht. Now. There's a question of sticking to it. Aber jetzt gibt's noch die Frage, dass man da dran bleibt, dass man da festhält. The steadfast of mind you will keep in perfect peace, for he trusts in him. This one? Yeah. Du erhältst stets Frieden nach gewisser Zusage, denn man verlässt sich auf dich. Jesaja 26, Vers 3. In English it says this, translated, because it's, I looked in the Hebrew word for word.
Also in Englisch sagt man Folgendes, aber ich habe ins Hebräische geschaut und jetzt geht es Wort für Wort. The steadfast in mind means the one who made a decision. Steadfasting mind, also jemand, der eine Entscheidung trifft, yeah, you don't have eine gewisse Zusage. Nein, gewisse Zusage. Okay, gewisse. Aber das ist, ja. That's a Luther's translation. Yeah, yeah. So, the one who is steadfast in his mind, determined. Also der jetzt eine Gewissheit hat. Yeah, ja? Determined, right? Is the right word. Those who is determined to keep focus on the Lord. Also der die Gewissheit hat und sich konzentriert auf den Herrn. The Lord has responsibility to keep in perfect peace. Der hat der Herr auch die Verantwortung, diesen Menschen in perfekten Frieden zu halten. Imagine I'm a little boy. Und stell dir vor, ich bin ein kleiner Junge. And he's my father. Und ja, er ist mein Vater. Ja. Yeah. I trust in you, Daddy. Ich vertraue dich, Vater. Whatever you do, it's okay with me. I trust in you. Was immer du auch tun magst, ich vertraue in dir. Das ist in Ordnung. Du bist ein großer Mann. You are a boxer, you are a wrestler, you are a warrior. Du bist ein Boxer, ein Kämpfer oder ein Ringer. I totally trust you. Ich vertraue dich total. And the Father puts his hand on me. Und der Vater put die Hand auf mich. I have responsibility to keep you in perfect peace. Dann habe ich eine große Verantwortung, dich in perfekten Frieden zu halten. Bombs are falling all over me. Also Bomben fallen überall über mich. I'm in the Father. Aber ich bin im Vater. I don't worry. Ich mache mir keine Sorgen. The tsunami is in Japan. I'm in the Father. Der Tsunami war in Japan, aber ich bin im Vater. We all know how the Alps were created. Ihr wisst alle, wie die Alpen entstanden sind, ja? When the African continent clashed with European. Wenn die tektonischen Platten zusammengeschlagen sind, die afrikanische mit der europäischen. And that wasn't over a period of a long time. It was pretty quick. Das war nicht über eine kurze Zeit. Das ging wohl ganz schnell. We see it how things are happening. They're happening today. Wir sehen, wie schnell so Dinge passieren können. Wir sehen es heutzutage. Every single day our continents come closer together. Also jeden einzelnen Tag kommen unsere Kontinente dichter zusammen. The distances are shrinking between American and European continents. Also die Distanz zwischen dem europäischen Kontinent und dem amerikanischen Kontinent, der wird enger und enger. We'll hear wars and rumors of war, famines. Also wir hören von Kriegsgerüchten und von Kriegen und von Hungersnöten. Terrorism. Und vom Terrorismus. Iran's nuclear war. Und iranischen nuklearen Krieg. Completely crazy. Ist total verrückt. Ja. Jerusalem is called the city of peace. Und Jerusalem nennt man doch die Stadt des Friedens. Ir Shalom. Ihr Shalom. And they cannot give it peace. Und die können dieser Stadt keinen Frieden geben. They fight over peace because everybody subconsciously wants peace, but they go about it the wrong way. Die kämpfen über Frieden und wollen Frieden, aber sie machen das auf die falsche Weise. They think that peace is here, there. Sie denken, dass Frieden hier, da ist. What's this little Israel has done to the Iranians? Was hat denn dieses kleine Israel an diesen Iranern getan? Why can they leave it in peace? Warum können sie dieses kleine Land nicht in Frieden lassen? Because they don't have peace. Denn sie selber haben keinen Frieden. And the Bible says that they will invade Israel. Und die Bibel sagt, sie werden in Israel einmarschieren. There will be war. Da wird Krieg sein. But my sheep hear my voice. Aber meine Schafe werden meine Stimme hören. Those who live now and believe in me shall never die. Diejenigen, die jetzt leben und meine Stimme hören, die sollen niemals sterben. Should I go to Israel when Armageddon is raging and pick up a weapon to defend Israel? Soll ich denn nach Israel gehen, wenn Armageddon vor die Tür steht und dann eine Waffe in der Hand nehmen und kämpfen? Maybe some Christians would like that. Also, da wird es bestimmt Christen gehen, die das gerne machen würden. Lump all Jews together, hoard them into Israel because we don't want you among ourselves. Also, dann schickt die Juden aus eurem Land, weil ihr sagt, wir wollen sie nicht mehr bei uns haben. Yet the Bible says, aber doch sagt die Bibel, that each one of us individually will give an account of ourselves before God. Dass jeder einzelne von uns
ein Verantwortung hat gegenüber Gott. We'll give an account of ourselves. Ja, wir müssen answer for ourselves. Wir müssen für uns selbst antworten vor Gott. Wir haben also Zeugnis abzulegen vor Gott. Your pastor of your church will not stand before God and answer for you. Es wird nicht dein Pastor oder deine Gemeinde machen, die vor Gott stehen. Du musst es selber tun. Even the father for his own children will not answer to God. Selbst ein Vater für seine eigenen Kinder wird er nicht antworten vor Gott. You are unique, original, individual. Wir sind einzigartig, original und individuell. Don't be afraid to take responsibility. Aber seid nicht, hab keine Angst, um selber auch Verantwortlichkeit anzunehmen. Once you decide to stick to peace, you will see what it will do for you. Wenn ihr einmal euch entschieden habt, den Frieden anzunehmen und da dran zu bleiben, dann werdet ihr sehen, was das euch bringt. I was in a car that was turning 7 times. Also ich war in einem Auto und es drehte 7 Mal. It was an accordion. Und es war ein after like accordion, like a harmonic. Also es war wie eine Harmonie, ein Akkordeon. Accordion. Ein Akkordeon, ja. Harmonia. Akkordeon, ja, same sagt man word. Wir auch, ja. The police says, what are you doing among the living? Und dann sagt die Polizei, was tust du unter den Lebendigen? I said, I was in a bright light and full of feathers. Ja, und ich war in einem großen hellen Licht und es war gefüllt mit vielen Federn. No scratch, nothing. Windows smashed, metal bent, you know, the glass was flying everywhere. I was in the bag of feathers. Complete peace and I was laughing inside. Ich habe also nicht ein Kratzer, nichts. Die Fenster, die waren gebrochen und ich war in einen Sack von Federn. Es ist alles kaputt gegangen, aber mir ist nichts passiert. I was laughing on the inside. Und ich war sogar am Lachen von innen. When I had a motorcycle accident, und wenn ich einen Motorradunfall hatte, I was running down the hill, und ich den ganzen Berg so runtergekullert bin, and I was laughing. Dann habe ich gelacht. I was in Monterrey, Mexico, in the flood. Und ich war einmal in Monterrey in Mexiko in einer Flut. Cars were floating like nothing, like matchboxes. Und die Autos, die wurden so von der Flut mitgenommen. The lightning was striking right in front of my windshield. Und ein Blitz, der schlug gerade vor meine Scheibe ein. I was laughing. Dann habe ich gelacht. I say glory to God, glory to God. Und dann habe ich Ehre dem Herrn gegeben. The water filled my van. It was a van. It was already half. Und es war so ein Bus und der war schon fast halb voll. The engine was running. Der Motor lief noch. It was not floating. Und er wurde nicht mitgerissen mit der Flut. Until I came out of the flood. Bis ich aus der Flut herauskam. Supernatural. Übernatürlich. I know about peace inside. Ich weiß über Frieden von innen. Learn this word. Shalom bifnim. Lernt dieses Wort. Shalom bifnim. Say it. Sagt es mal. Meditate on these words. Shalom bifnim. Shalom bifnim. Peace inside. Peace in Frieden in dir. In dir Frieden. Inside. Not innen. Outside. The Lord says, in the world you will have tribulation. Also der Herr sagt nicht von außen, in der Welt da habt ihr viel Bedrückung. You have heard the Stimme of your brothers. Du hast die Stimme deines Bruders gehört. That is crying from the earth. Die von der Erde herausschreit. That was the first verse, and I'm going to close it now. Das war der erste Vers, und ich möchte jetzt das schließen. Remember John, Romans 8:19. Erinnert euch an Römer 8, Vers 19. That the whole creation, dass die gesamte Schöpfung, is in childbirth, in einer Kinder gebären ist. Ja. Yeah. Yeah. Waiting to bring forth the sons of God, sie wartet, um die Söhne Gottes hervorzubringen, which are the peacemakers, welche die Friedenstifter sind. That's what Jesus said. Das hat Jesus gesagt. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Denn Jesus sagt, gesegnet sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. The earth is waiting for you. Die Erde wartet auf euch. And for me. Und für mich. My feet are blessed. Meine Füße sind gesegnet. Because they are shod not only with these cowboy boots. Die sind eigentlich nicht nur mit diesen Cowboy-Stiefeln
angezogen? They are shod with peace. Sie sind angezogen mit Frieden. Tomorrow we'll read about this. That's Isaiah 52. How lovely on the mountains are the feet of them that bring peace. Wie lieblich sind die auf den Bergen, die Frieden bringen. I'm not the only messenger. Ich bin nicht der einzige Botschafter. Not this, the only superstar. Ich bin nicht der einzigste Superstar. You are a superstar. Ihr seid Superstar. When you put the gospel of peace on your feet. Wenn ihr diese das Evangelium auf euren Füßen legt, auf euren Gospel of Peace. Das Evangelium des Friedens auf euren Füßen legt. Epheser 6:15. Tomorrow we'll talk about it. Das sprechen wir morgen drüber. This is unnatural war. Das ist ein übernatürlicher Krieg. Okay, stand firm, very stern. I just demonstrate to you. Also stimm mal ganz then, locker. Denn ich möchte das jetzt. You. I'm speaking to you. Ach so, ja. Okay. Oh. And the war wants to steal my peace. Und jetzt möchte der Krieg meinen Frieden stehlen. The world. Ach so, die Welt möchte meinen Frieden stehlen. Yes. So come against me, press against me. So komm gegen mir und drück mal so gegen mir. There is no fight. Da ist kein Kampf. There is only wrestling. Da ist nur ein Ringen. You see? Ja. Seht ihr? Push against me. Ja, drück mal lean so. On me and I lean so, on you. Lehn so gegen mich und ich two an dir. Different realms. Es gibt zwei verschiedene Räume. Which one do you belong to? Zu welchem Raum gehörst du? You cannot switch from the supernatural to the natural. Du kannst nicht umschalten vom Übernatürlichen zum Natürlichen. And it's easy, it's simple. Once you decide. Es ist nämlich ganz einfach, wenn du einmal dich entschieden hast. You take what has been said tonight. Du nimmst an, was heute Abend gesagt worden ist. Miraculous thing begins to happen. Dann wird eine wunderbare, ein übernatürliche Sache God in dein Leben geschehen. God takes responsibility for you. Weil Gott Verantwortung für dich übernimmt. What is that responsibility? Und was ist diese Verantwortung? To keep you in perfect peace. Um dich in einen perfekten Frieden zu erhalten. That's why he says perfect peace. Perfect only can come from heaven. Und darum sagt er perfekten Frieden, weil nur der perfekte Friede, der allein kann aus dem Himmel herauskommen. Perfect love casts out all fear. Ja. Und perfekte Liebe treibt alle Furcht heraus. Do not take it passively. Nimmt es nicht passiv, bitte auf. Another message. So verschlafen, bitte. Yeah, I heard it many times. Das habe ich schon gehört. Nicht so. Oh, nice message. Maybe I'll get it. Ist eine schöne Botschaft. No. Nicht so. Turn on your emotions. Schaltet eure Gefühle I ein. I want it. I desire it. Ich möchte. Ich verlange danach. Perfect peace is God. He is love. Weil perfekter Friede ist Gott, denn er ist Liebe. He casts out all, not part, not one, but all of your fears. Weil er nicht ein von eurer Furcht austreibt. Er treibt alle Furcht aus. All. Alle. And he gives you perfect peace, not part peace, but perfect peace. Und er gibt dich perfekten Frieden, nicht teilweise Frieden, aber perfekten, vollkommenen Frieden. Complete. Komplett Frieden. Komplett. That Amen. Means you will never get out from God's palace. Das heißt, du wirst niemals aus Gottes Palast heraustreten. It's a palace of peace. Weil es ein Palast des Friedens ist. When you enter, you are still too close to the exit doors. Wenn du einmal eingetreten bist, bist du noch viel zu dicht am Eingangstor. Because you can always slip out, and many Christians do that. Dann kannst du immer noch leicht herauslaufen, und viele tun das. Outside is the realm of the world. Weil draußen da ist der Raum der Welt. I give you my peace, not what the world gives. Jesus said. Also ich gebe euch meinen Frieden und nicht den die Welt euch gibt. We read yesterday. Habt ihr gestern doch gelesen? John 14 verse 27. Don't remember. Das war Johannes 14 Vers 27. Once you enter his peace, weil wenn ihr einmal in seinen Frieden seid, you must go further and further away from the door. Dann müsst ihr weiter und weiter weggehen von dieser Tür. You go and open another door. Dann geht ihr tiefer rein und öffnet eine weitere Tür. You look around and you explore that room.
Und dann schaut ihr euch um und untersucht diesen Raum. And there's another door. Und dann seht ihr eine weitere you Tür. You go inside. Und ihr öffnet sie und geht wow, da hinein. This und, is wonderful. Und seht einen wunderbaren Raum. And it becomes better and better and better until you explore the complete palace. Und es wird schöner und schöner, bis ihr den ganzen Palast kennengelernt habt. Complete peace. Das ist ein komplett. You won't have even a desire. You won't have even a desire to be in control. Ihr werdet noch nicht mal ein Verlangen haben, in Kontrolle zu sein. Because the spirit of security will take over. Weil der Geist der Sicherheit euch übernehmen wird. This is not theory. Das ist keine Theorie. That's how I live. Das ist nämlich so, wie ich lebe. And my wife has entered my palace. Und meine Frau ist in meinen Palast schon eingetreten. And she loves it. Und sie liebt es. In the very beginning, she was resisting a lot of things. Also am Anfang, da hat sie sich viele Dinge noch zurückgehalten. I said, no, you don't know what you're talking about. Und ich habe ihr gesagt, du weißt nicht, was du jetzt redest. You don't belong to yourself. Du gehörst dich selbst nicht. I don't belong to myself. Und ich gehöre mich selbst nicht. We came to this world by grace. Wir kamen nämlich in diese Welt durch Gnade. And we'll leave it by grace. Und wir werden sie auch verlassen we durch Gnade. We are foreigners on this planet. Wir sind Fremde auf diesem Planeten. We are guests. Wir sind Gäste. Enter the palace. So trete in den Palast Don't ein. Don't hold to your own. Und halte nicht fest an deiner eigenen. Yes, my wife is very original. Ja, meine Frau ist sehr originell. And she wanted to keep that originality. Und sie möchte diese Originalität behalten. I said, it's nothing to do with your originality. Aber ich sag, das hat doch nichts mit deiner Originalität zu tun. No. Nein. You still have your personality. You will never lose that. Du hast doch immer noch deine Personalität. Du wirst das auch nie verlieren. You know, the way you cook is your mother taught you, and I said, my mother taught me this, your mother taught you that. Und die Weise, wie du kochst, das hast du von deiner Mutter gelernt, und meine Mutter hat es mir auch irgendwie gelernt. So let's compromise. So machen lass einen Kompromiss da machen. You use different spices. Du gebrauchst da andere Gewürze. And I use different spices. Und ich gebrauche auch andere Gewürze. We come from completely different two worlds. So, wir kommen da aus total verschiedenen Welten. But let's be peacemakers. So, lass uns doch Friedensstifter let's sein. Let's enjoy each other's dish. Lass uns doch des anderen Speise genießen. Yeah. Enjoy it. And genießen. You know what I'm saying? Peacemaker. Doesn't matter. You want to fight? Go ahead and fight yourself, but don't fight me. Also, wenn ihr kämpfen wollt, dann kämpft gegen euch selbst, aber bitte kämpft nicht gegen mich. You want to argue with me? Keep on arguing. Also, wenn ihr argumentieren wollt, dann geht weiter mit argumentieren. One of my siblings, one of my family members. Also eine meiner Familienmitglieder. We talked about these things. Damit habe ich, da habe ich mit. This is nothing new under heaven. Everybody's preaching this. Und dann habe ich damit mit ihm gesprochen, und dann habe ich, das ist nicht neu unter dem Himmel. Jeder predigt das, sagt er. Before I knew it, he started to explode. Und bevor ich es überhaupt wusste und ausgesprochen hat, fing er schon an zu explodieren. I said, that was enough for me. Und da habe ich ihm gesagt. Ey, das ist genug für mich. You jetzt. Explode in yourself for yourself on your territory, but don't you invade my realm of peace. Du explodierst jetzt in deinen eigenen Bereich, aber bitte geh nicht in meinen eigenen Raum des Friedens. Click. It was on the phone, I said. Click. Ach so, ja, es war am Telefon und ich habe abgehangen. I said, no more. Finished. Nein, ist abgelaufen. You don't want to reach out to me? Fine. Wenn du mich nicht mehr erreichen willst, ist in Ordnung. I have reached out to you thousands of times. Ich habe mich nach dir ausgestreckt tausendmal. But you don't want peace. Aber du möchtest keinen Frieden. You have to leave people alone. Dann musst du diese Menschen allein lassen. Because they are thieves of peace. Weil es they are thieves of peace. Oh, sie sind sogar Diebe des Friedens. We are a family of peacemakers, and it is your decision, it's my decision. Wir sind eine Familie der Friedensstifter, und ist deine Entscheidung und meine Entscheidung. May I end this with this? Dass ich das jetzt vielleicht zum Ende bringe. Don't stay in the atmosphere of aggression. Bitte bleibt nicht in der Atmosphäre von Aggression. Avoid this. Also lass das nach, verlass das. Don't dwell with people who are contentious. They always want to argue with you. Also es auch hab keine Gesellschaft mit Menschen, die immer mit dir diskutieren wollen und argumentieren wollen. Argumentieren. And they want to always attack you. Und dich angreifen wollen. And they always want something from you. Und immer etwas von dir wollen. We have the expression, they don't give you any peace. Wir wissen das, dass diese Menschen dir keinen Frieden geben. Right? Ja? Lass mich in Ruhe!
dann the Germans say. Ja. Yes? Ja, ja, genau. Oh, I heard it many times. Ja, richtig, ja. I have up to my nose, yeah? Ja. And my nose is full. Also, ich habe die Nase voll, ne, sagt man so. Why? Why should you shout back? Why should you, you know, rebel against that? Warum sollst du dagegen rebellieren? Warum? Close the room. Also, schließ einfach die Tür. Leave that person in their own room. Und lass diese Person in seinen eigenen Raum da zurück. You go back to your own room, und the du room gehst of peace. In deinen eigenen Raum zurück, in den Raum des Friedens. Because only in that room the Lord speaks, the Lord guides, the Lord visits you. Denn nur in diesem Raum wird der Herr sprechen, dich leiten und ja, du hast Gemeinschaft mit ihm. Nur Amen. In dem Raum. Amen.